Ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag. Ja, und heute habe ich das Thema Sockenquerstricken. Habt ihr schon mal quergestrickte Socken gemacht? Ich habe ja seit einiger Zeit diese super schöne Opalwolle von Hundertwasser oder halt nach den Werken von Hundertwasser im Lädchen. Das sind hier mal zwei Farbbeispiele. Ich finde die super, super schön. Und so, ja, seitdem ich die im Lädchen habe, habe ich halt. Ja, da tigere ich immer so am Regal lang und denke, ah, da musst du doch auch mal versuchen. Und bislang habe ich halt nur auf normale Art Socken gestrickt und habe gesagt, komm, ich möchte unbedingt auch mal diese tollen quergestrickten Socken machen, die man ja auch in der in den Opalflyern halt findet. Hier sind sie zum Beispiel auch drauf. Moment, wie muss ich es drehen? So, ich spiegelt jetzt hier ein bisschen. Also hier sind halt auch die quergestrickten Socken drauf. Und das hat mich irgendwie immer total fasziniert. Und ich wollte es ausprobieren. Genau, und dann habe ich mir die Anleitung besorgt und habe dann erstmal das studiert und gelesen und mich da so ein bisschen, ne, eingearbeitet. Und dann habe ich losgelegt. Und das ging auch total super. Und dann habe ich irgendwann so auf die, ja, auf das Bild von Opal geguckt und habe dann nur so gedacht, so, das sieht gar nicht so aus wie da auf dem Foto. Warum nicht? Und ich habe dann einfach nochmal die Anleitung studiert und habe jetzt nichts gefunden, was ich irgendwie anders gemacht hätte. Naja, und dann habe ich ein bisschen im Netz gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, dass diese Anleitung von Opal entweder in der, ja, zweiten Reihe, also quasi man nimmt die Maschen auf und dann in der Reihe entweder einen Fehler hat in der Anleitung oder die drücken sich so schwer aus, so schwierig, dass alle was anderes verstehen und es deswegen nicht so aussieht wie auf dem Bild. Also es geht darum, ob man jetzt die Maschen rechts strickt oder links strickt. Und ich hätte sie rechts stricken müssen, aber ich habe sie halt links gestrickt und deswegen sah es irgendwie komisch aus. Ich zeige euch mal, wie es aussah. Das hier oben ist halt ja glatt rechts. Und eigentlich sollte es hier unten glatt rechts weitergehen und die Ferse ist dann in so einem schönen Perlenmuster. Aber ihr seht halt, das ist halt hier nicht wirklich glatt rechts, das hier ist glatt rechts und das ist halt kraus rechts. Und da habe ich dann ja gedacht, so ja, mache ich das jetzt alles wieder auf oder mache ich weiter? Und wie ihr seht, ich habe den Socken ja fertig gestrickt. Ich habe gesagt, nein, ich mache den jetzt fertig, das ist mein erster Versuch. Und das Spannendste, was ich an diesen Socken finde, ist nämlich, wie man das hier dann zum Schluss zusammennäht, weil man hat ja, man strickt mit einer Rundstricknadel, hat dann halt so ein Läppchen, sage ich mal, das klappt man dann zusammen und das wird man dann mit einem Maschenstich halt so zusammennähen, dass man es halt die Naht nicht sieht. Und was ich eigentlich am spannendsten finde, dass man auch mal, man läuft da ja drauf, das ist ja direkt unterm Fuß, ob man das nicht auch irgendwie merkt und dass das irgendwie so ein Huppel ist oder was auch immer. Guten Morgen, Bettina. Schön, dass du auch online bist. Hallo. Ja, also mein erster Versuch war jetzt nicht so prall. Ich habe aber, weil ich halt weiß, dass viele Kunden hier aus dem Lädchen das total gerne haben, wenn sie eine Anleitung haben, wo man jede Reihe dann danach einen Haken machen kann und weiß, oh, das habe ich jetzt schon geschafft. Und ich habe für diesen Socken hier, für dieses hier, habe ich halt auch eine Anleitung erstellt. Was ich zum Beispiel jetzt an dem Socken zum Beispiel nicht so schön finde, das habe ich irgendwie nicht schön hingekriegt, ist hier die Fußspitze. Das ist auch im Perlenmuster, das gefällt mir auch irgendwie nicht so schön. Also die Hacke im Perlmuster finde ich dafür ja wirklich schön. Also die erste Frage, die ich an euch habe, würde euch diese Sockenanleitung, die ja falsch ist, interessieren? Soll ich die euch ins Netz stellen? Das ist halt ja mein erster Versuch und naja, ich habe halt entweder die Opal-Anleitung falsch gelesen oder es ist falsch ausgedruckt oder es ist da wirklich ein Tippfehler drin, man weiß es nicht. Also das ist so die erste Frage an euch. Und ja, mir hat es dann keine Ruhe gelassen, weil mit dem Socken bin ich halt nicht wirklich zufrieden, wo ich gesagt habe, ja, ne? Also irgendwie juckt es mich in den Fingern, ich möchte jetzt nochmal richtig machen. Ich finde die Wolle, das ist ja diese hier, die ich benutzt habe, super, super schön, aber es ist ja auch schon super viel los in der Wolle, ne? Also es ist ja super bunt und ich persönlich brauche da nicht noch so ein Muster, wie jetzt zum Beispiel auch Perlmuster oder so. Das ist dann immer für mich ein bisschen viel, weil ich dann auch immer gerne die Wolle an sich halt wirken lasse. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich gehe jetzt komplett von dieser Opalanleitung mal weg und überlege mir, wie würde ich denn selbst so einen Socken halt einfach mal kreieren.
Natürlich ein bisschen mit dem Hintergrund, den ich dann hatte von der Opal-Anleitung, wie die das halt gemacht haben. Und dabei ist dann halt mein zweiter Versuch rausgekommen. Tada! Und wie ihr seht, er ist komplett glatt rechts, außer hier das Bündchen. Das habe ich halt in Kraus rechts abgesetzt. Und ich habe die Hacke, die habe ich auch in glatt rechts gestrickt. Da finde ich, kommt halt auch dieses Muster ein, weil ich finde dieses Muster der Wolle so total schön. Das kommt viel besser raus. Und, also ist mein Geschmack halt, ne? Deswegen, das könnt ihr ja gerne schreiben, welchen Socken ihr dann halt einfach schöner findet. Und ich habe auch hier vorne die Fußspitze, die habe ich auch komplett in glatt rechts gestrickt. Und somit habe ich, ja, das ist jetzt mein zweiter Versuch, eine Anleitung entwickelt für quergestrickte Socken, die halt komplett glatt rechts gestrickt sind, bis auf hier oben das Bündchen, das ist halt kraus rechts. Genau. Jetzt meine Frage, welchen Socken findet ihr besser? Den glatt rechts gestrickten oder meinen ersten Versuch? Ich habe den zweiten Versuch, da habe ich natürlich auch die Anleitung mitgeschrieben. Die habe ich gestern schon online gestellt. Also wer mag, kann sich das gerne angucken. Und auch für alle die, die jetzt hier diese schönen Opal-Socken wollen von nach 100 Wasser Art bei uns im Lädchen kaufen oder auch online, die kriegen gerne die Anleitung halt dazu geschenkt. Für alle, die dies ausprobieren wollen. Ich habe in der Anleitung eine super Schritt-für-Schritt-Anleitung, was den Maschenstich angeht. Weil dadurch, dass man hier oben ja kraus rechts strickt und hier unten glatt rechts und es dann ja halt hier hinten zusammennähen muss, muss ich den Maschenstich auch ein bisschen unterschiedlich machen. Ich muss einmal einen Maschenstich machen für kraus rechts gestrickt und einmal einen Maschenstich machen, dass es glatt rechts wird. Und das finde ich so bei den Socken ist die größte Herausforderung, dass man das richtig vernünftig dann am Schluss zusammengenäht kriegt. Es ist nicht das Stricken selbst, es ist, ja, wie man halt strickt, ne? Und auch hier vorne finde ich die Fußspitze mit dem Nadelspiel ist, finde ich, auch nicht so das Thema. Ich finde, die größte Herausforderung bei diesen Socken ist, dass man es vernünftig dann zusammengenäht kriegt. Und da habe ich wirklich in der Anleitung Schritt für Schritt alles erklärt, wie man dann mit der Nadel wo ja, durchstechen muss, damit es halt dann auch so aussieht. Genau, da könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ach, guck, Bettina hat schon geschrieben, dass die glatte rechts gestrickte Socke ist super. Ist auch mein Favorit, aber es ist halt ja leider auch nicht diese Anleitung, die, wo ist es, die Opal hier macht, mit der, dass die Ferse halt in, dass die Ferse in Perlmuster ist und auch die Spitze in Perlmuster und der Rest halt alles glatt rechts ist. Das heißt, meine nächste Frage ist, soll ich nochmal einen Versuch starten und jetzt das richtig machen, dass die Socke so wird, wie es von Opal gedacht ist? Dann wäre nämlich dann hier alles glatt rechts. Hier unten wäre halt das Perlmuster wie bei meiner anderen Socke und hier vorne wäre dann auch nochmal Perlmuster. Das ist halt die nächste Frage, die ich an euch habe. Oder sagt ihr, nö, wir finden die glatt rechts gestrickte Socke so cool, das wird uns jetzt reichen als Anleitung. Und bei dieser Anleitung ist es halt so, die habe ich jetzt in Größe 37-38 erstellt. Da ist jetzt so meine nächste Frage. Soll ich da nochmal euch andere Größen anbieten, also dass man irgendwie auch 39 hat oder 40, 42 oder was auch immer, also dass man halt auch, oder vielleicht kleiner irgendwie, dass man irgendwie 36 oder 35 oder was auch immer an Schuhgröße hat? Oder sagt ihr, nö, wenn ich die Anleitung habe, dann kann ich das ja, sag ich mal, mit drei Satz ausrechnen, wie viele Maschen ich dann halt aufnehmen muss, damit es eine größere oder kleinere Socke wird. Das würde mich nämlich auch nochmal super interessieren. Also kommentiert das gerne unter diesem Video. Ja, erstmal, welche Socke ihr besser findet, ob ihr die Anleitung von meinem ersten Versuch auch gerne zur Verfügung gestellt bekommen würdet und ob euch die Größe 37-38 reicht oder ob ihr da gerne noch ja, einfach mehr Größenvarianten haben möchtet. Und die letzte Frage ist, ob ich die eigentliche Anleitung von Opal euch auch nochmal so aufbereiten soll, Schritt für Schritt, Reihe für Reihe, dass ihr das nacharbeiten könnt. Genau, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Meinung und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Donnerstag und ja, freue mich total auf eure Anmerkungen hier unter dem Video. Macht's gut, eure Sabrina!